Schon fertig? Aufstehen. Was immer Sie sagen, Doc. Ich beende die Sitzung. Ich komme sofort. Sind Sie wirklich sicher? Ja. Nein. Alles ist Denver. Ich weiß nicht, wie er. Natürlich. Ich verstehe. Sie haben eine Menge Ärger, Mr. Miles. Wo liegt sein Problem? Die kommen Sie holen. Wer kommt mich holen? Assassinen. Hey, ich hatte nichts damit zu tun. Klingt, als würden Sie eine Art Rettungsversuch starten. Schätze, Sie sind wichtiger, als Sie dachten. Mann, oh Mann, das wird ja immer noch abgefahrener hier. Das musste passieren. Wie meinen Sie das? Der Kampf, den Ihr Vorfahr während des dritten Kreuzzuges begann, er hat nie geendet. Und Sie werden von Templern festgehalten. Wittig ist ein Templer? Sie konnten es nicht wissen. Sie verbergen sich sehr gut. Aber um Ihre Frage zu beantworten, Wittig arbeitet für Sie. Wir alle. Abstergo ist Ihre Firma. Ich dachte, Templer wären alte Kerle mit komischen Hüten, die rumhocken, Bier trinken und Pläne schmieden, um mit Trollen und Zwergen die Weltherrschaft zu erringen. Nein. Außer dem Teil mit der Weltherrschaft, schätze ich. Sehen Sie, Desmond, es ist sehr kompliziert. Die Hälfte von dem, was man über die Templer sagt, stammt von verrückten Psychopathen, die Helme aus Alufolie tragen. Die andere Hälfte sind Halbwahrheiten, die die Templer selbst in die Welt gesetzt haben. Aber Sie sind die bösen Jungs, oder? Wenn ich eins gelernt habe, seit ich hier arbeite, dann, dass es so etwas nicht gibt. Alles ist relativ. Wie kann ich es Ihnen am besten erklären? Was Sie wollen, ist gut. Aber die Art, wie Sie es umsetzen, ist böse. Wirklich böse. Was versuchen Sie denn zu tun? Sie kriegen alle Anrufe. Lucy. Ja. Miss Dirnan, ich muss mit Ihnen reden. Kommen Sie hoch. Sofort. Bin unterwegs. Tut mir leid, Desmond. Ich muss gehen. Sie sollten sich zur Ruhe legen. Dankeschön. Die Antwort auf all Ihre Fragen liegt direkt vor Ihnen. Sie müssen nur wissen, wo Sie gucken müssen. Wie? Schätzele. Gib mir mehr Antworten. Ich möchte dich nicht verlieren, meine kleine Sonnenblume. Bitte, Desmond. Ich bekomme Ärger, wenn ich nicht gehe. Und ich kann nicht gehen, solange Sie nicht auf Ihrem Zimmer sind. Ach, Schnuckelsche. Darf ich nicht mal was berühren? Na gut, meine Liebe. Bitte, kommen Sie aber wieder. Komm aber wieder. Ich brauche dich. Bitte. Mach's gut. Aber komm auch wieder, ne? Bitte, Desmond. Ja. Ich bekomme Ärger, wenn ich nicht gehe. Und ich kann nicht gehen, solange Sie nicht auf Ihrem Zimmer sind. Es ist schön, dass du so ein gutes Gedächtnis hast und Sachen immer wieder wiederholen kannst. Ich komme mir so vor, als hätte ich diese Situation schon einmal durchlebt. Ich bedanke mich dabei. Ich bedanke mich dafür. Danke, danke. Toll. Klasse. Ja, dann sind wir eingesperrt. Auch toll. Naja, ruhen wir uns aus, legen uns zur Ruhe, schlafen ein bisschen drüber und drücken eine beliebige Taste. Ich habe es mal F gemacht für Einsteigen. Ha, ha, ha. Oh. Mist, ich hätte mal hier die Ego-Perspektive machen können. Ich hab sie schon vermisst, Doc. In den Animus. Auch mal ein Bitte, Kumpel. Hä? Hä? Ein Bitte wäre auch mal ganz angebracht. Freund. Guck mal, der hat hier so eine Brosche und so einen komischen, coolen Plinke-Kuli. Naja. Ach, hier können wir an den Computer gehen. Mache ich jetzt primär mal nicht. Und wir gehen mal in den Animus.
Analimus. Oh Mann. Nun starten Sie schon die Erinnerung. Ja, ist okay, Doc. Ist okay. Beruhigen Sie sich. Wählen Sie im Kampf die verborgene Klinge, um einen am Boden liegenden Gegner schnell auszuschalten. Ja, mach ich. Okay, danke. Redet ein, Altair. Ich hoffe, ihr seid wohl ausgeruht. Bereit für die restlichen Aufgaben? Das bin ich. Aber zuerst möchte ich mit euch reden. Ich habe Fragen. Dann fragt. Ich werde so gut es geht antworten. Der Händlerkönig von Damaskus brachte die Adligen um, die die Stadt regierten. Masht Adin in Jerusalem verbreitete Angst und Schrecken, um das Volk zu unterwerfen. Und mich dünkt, Wilhelm plante, Richard zu töten und Akkon mit seinen Mannen zu verteidigen. Diese Männer sollten ihre Führer unterstützen. Stattdessen betrogen sie sie. Was ich nicht verstehe, ist warum. Ist die Antwort nicht offensichtlich? Die Templer wollen an die Macht. Wie ihr wohl bemerkt habt, wollten sie alle ihre Städte im Namen der Templer unterwerfen, damit die Templer selbst im Heiligen Land herrschen. Und bald darüber hinaus. Aber sie können ihre Ziele nicht erreichen. Warum nicht? Ihre Pläne sind abhängig vom Schatz der Templer, dem Edensplitter. Und den haben wir. Und ohne den Schatz können sie nicht auf Erfolg hoffen. Was ist dieser Schatz? Es ist die Versuchung. Es ist nur ein Stück Silber. Seht es an. Was soll ich denn sehen? Dieses Stück Silber hat Adam und Eva verbannt, hat Dauben in Schlangen verwandelt, das Rote Meer geteilt. Eris nutzte es, den Trojanischen Krieg zu beginnen. Und mit ihm hat ein armer Zimmermann Wasser in Wein verwandelt. Er erscheint recht schlicht für all die Macht, die ihr ihm zuschreibt. Wasser in Wein. Wie funktioniert er? Wer ihn besitzt, kontrolliert die Herzen und Geister all derer, die ihn ansehen. Die ihn kosten, wie man sagt. Und Garniers Männer? Ein Experiment. Kräuter, die ähnliche Effekte hervorrufen, um sie auf den großen Moment vorzubereiten. Talal versorgte sie. Tamir rüstete sie. Sie haben sich auf etwas vorbereitet. Aber was? Krieg. Und die anderen? Die Regenten der Städte? Sie sollten ihr Volk versammeln. Sie alle in Garniers Geschöpfe verwandeln. Die perfekten Bürger. Perfekte Soldaten. Eine perfekte Welt. Robert de Sable darf es niemals zurückbekommen. Solange er und seine Brüder leben, werden sie es versuchen. Dann müssen sie vernichtet werden. Das ist es, was ich euch auftrug. Es gibt zwei weitere Templer, die eurer Aufmerksamkeit bedürfen. Einer in Akkon, bekannt als Sibrand. Einer in Damaskus, genannt Jubair. Besucht unsere Verbindungsleute. Sie werden euch instruieren. Wie ihr wünscht. Und sputet euch. Zweifellos machen unsere vielen Erfolge Robert de Sable nervös. Seine Gefolgsleute werden alles daran setzen, euch zu entlarven. Sie wissen, dass ihr kommt, der Mann im weißen Umhang. Sie werden euch suchen. Sie werden mich nicht finden. Ich bin nur ein Halm im Kornfeld. Hier, mein Geschenk an euch. Ja. Für die gute Arbeit, die ihr leistet. Ein neues Schwert. Komm, bitte. Komm, wir kriegen das Schwert. Wir kriegen das Schwert. Jawohl. Sie können im Hof trainieren. Machen wir auch mal. Und ich glaube, der Typ wird uns gleich ansprechen. Nee, der hat... Wow, er wird uns nicht ansprechen. Ich bin schockiert. Werft eure Waffen nicht so unbesonnen. Für einen zweiten Wurf. Alter, ihr, mich dünkt, meine Schüler verstehen nicht ganz, was es heißt, eine Klinge zu führen. Vielleicht. Ach, du könntest es auch unglaublich gut wiederholen. Verteidigungsdurchbrecher. Wollen wir mal üben. Drücken Sie. Zeigt nach einem Schritt. Warte mal. Einem Schritt. Direkt nach einem Schritt. Okay.
Auch nicht. Ich verstehe. Und so, meine Schüler, ich verstehe, ich verstehe. Gut, gut. Das ist sehr gut. Tutorial verlassen. Jo. Ihr seid beschäftigt. Ich verstehe. Richtig, Menschenleben retten und töten. So ein Kram, ne? Und wir machen nicht dieses wunderbare Rumgedödel durchs Ödland, weil es ist auf Dauer echt nervig und anstrengend vor allen Dingen. Und da würde mir eine unglaubliche Zuschauerzahl wegbrechen, weil es ist einfach stinklangweilig, andauernd auf dem Pferd durch die Gegend zu reiten. Und da sieht man außer Flaggen eh nichts mehr. Früher bin ich mal geritten, weil ich es toll fand. Da konnte man das Spiel schön ausnutzen. Heute, nee. Der Held von Damaskus tretet ein, verweilt und berichtet mir von euren Abenteuern. Ich fürchte, dazu fehlt mir die Zeit. Ah ja, seid ihr nun zu wichtig für mich? Das ist es nicht. Nein, nein, natürlich nicht. Wie kann ich euch dienen? Al-Mu'alem befahl mir, das Leben eines gewissen Jubair zu beenden. Ah, Salah al-Dins führender Gelehrter. Eine wunderliche Wahl, wenn ihr mich fragt. Aber wer bin ich, um des Meisters Willen anzuzweifeln? Er wird seine Gründe haben. Dann kennt ihr also den Mann? Er war jüngst sehr beschäftigt. Er organisiert die Gelehrten und schickt sie raus, um zu predigen. Und was predigen sie? Licht und Feuer, Läuterung der Sünde, apokalyptischer Unfug, wenn ihr mich fragt. All das Geschwätz von Wegen und einer neuen Welt. Was für eine neue Welt? Weiß nicht. Ich achte nicht auf das Gewäsch von Geisteskranken. Dafür habe ich viel zu viel zu tun. Nun gut. Ich mische mich unter das Volk und sehe, was ich in Erfahrung bringen kann. Wo schlagt ihr vor, soll ich suchen? Südlich von hier sind eine Akademie und ein Wachturm. Dort solltet ihr fündig werden. Zudem gibt es ein Hospital im Osten, das ihr besuchen solltet. Ich beginne sofort. So voller Tatendrang. Ihr habt euch verändert. Zum Besseren möchte ich hinzufügen. Ja. Danke. Nehme ich ja gerne entgegen und... Dann würde ich mal sagen... Guten Tag. Damaskus. Wenn ich das richtig verstanden habe. Naja, Damaskus. Sehr gut. Wir brauchen, glaube ich, nochmal Aufträge. Wir brauchen, glaube ich, nochmal Aufträge. Aufträge. Wir klappern diesen einen Aussichtspunkt ab. Wir klappern diesen einen Aussichtspunkt ab. Wir gucken, ob er Infos hat. Wir gucken, ob der Infos hat. Das wäre doch richtig toll. Da ist er auch schon vor der Nas. Wir klettern einfach mal nach Mars. Warum singe ich schon wieder so einen Fraß? Ich kann es mir einfach nicht erklären hier. Da irgendwo fliegt doch ein Adler, so ein Scheißtier. Ich höre es am besten auf, sonst kriege ich einen auf die Fresse. Hihi. Ich glaube, ich bringe demnächst meine CD raus. Best of LP Music. Das Musical mit den besten Hits von 2014. Erleben Sie live mit, wie eine unglaubliche und unfassbar gänsehauterregende Musik ihren Körper durchlüftet. Sie werden es noch lange in Erinnerung behalten. Dies wird der WM-Song schlechthin und ich, keine Ahnung, irgendwas glaube ich jetzt einfach mal. Und ist der einfach umgefallen? Okay, haben wir den auch. Ja. Okay, tschüss. Noch eine Minute und sie hätten mich entführt. Jo, kenn ich. Ja, diese Kamerafokussierung fickt euch. Gut, ist auch geklärt. Und hier weiter und hier durch.
den dürfen wir eigentlich nicht fahren. Ich hoffe mal, der Typ kommt nicht hinterher. Ne, ich glaube, der kommt nicht hinterher. Ich glaube, haben wir den wirklich abgehangen? Wenn ja, dann kommt, dann müsste doch eigentlich jetzt irgendwann kommen. Eine Theorie. Natürlich aber nur. Ne, ich glaube, der ist weg. Der kommt nicht mehr. Aber irgendwoher kommt er schon noch. Ich habe gerade keine Ahnung. Vielleicht hier auf den Dächern einen Bogenschütze? Auch nett. Ich habe ehrlich gesagt gerade keine Ahnung. Jo, jetzt warten wir gerade nochmal. Ich weiß nicht, wo er hin ist. Ach, du warst das. Und er musste nicht sterben, weil er schwarz ist. Nicht, dass er gleich wieder irgendwelche Leute ankommt. Und meine irgendwas hier von sich zu geben. Okay. Und hier und du auch noch. Tag. Ja, aller gepriesen. Holla, holla, hoi, hoi. Super, klasse. Toll. Gut. Und ich glaube, ich mache noch diesen einen Aussichtspunkt und dann werden wir für das nächste Attentat wieder mal Informationen sammeln und mal gucken. Das wird schon irgendwie klappen und ich hänge hier gerade fest. Ich hänge jetzt schon wieder hier fest. Und eine Sekunde. Klappt schon, guck. Er klettert. Er kann auch klettern, wenn er möchte. Er macht es dann auch, wenn er anfängt, dann macht er es auch gerne. Mit Leidenschaft, ne? Mit Passion. Passion. Oh la la. Mir fällt gerade so einen tollen Spruch ein, den ich hätte vorhin bringen können. Bei der lieben Kollegin hier von Abstergo, aber. Ich habe es mir mal verkniffen. Und ich glaube, es ist auch besser so. Und ich verabschiede mich in die nächste Folge, in der wir dann den nächsten Typen erledigen werden. Oder in der übernächsten. Das ist eine gute Frage. Mal gucken, wie schnell wir vorankommen. Und ich erblicke da unten eine Fahne, die hole ich mir schnell. Wie gesagt, ich verabschiede mich. Macht's gut, habt einen schönen Tag. Freut euch auf das nächste Attentat. Und tschüss. Meine lieben Freunde, wir haben es mal wieder geschafft. Wir sind nicht gestorben, ich wiederhole nicht gestorben. Wir haben ein Upgrade gekriegt. Upgrade. Ja, und wir können jetzt auch ein paar neue Schritte machen. Finde ich toll. Wir können die Verteidigung nämlich durchbrechen. Im Hintergrund lese ich gerade, wir brauchen noch drei neue Nachforschungen von 6. Und wir haben momentan 0. Und wir werden in der nächsten Folge auf jeden Fall jemanden erledigen. Das kann ich euch jetzt schon verraten. Macht's gut, Leute. Habt einen schönen Tag. Ciao.